Ist das gut, dass ich dir das jetzt gesagt habe? Das werden wir jetzt rausfinden. Wir haben ihn! Ich habe eine wichtige Frage an dich. Okay. Ja, wenn du einen Brawler spielen würdest, welchen Brawler würdest du spielen? Heute müssen YouTuber meine Brawler wählen. Wenn ich es nicht schaffe, mit ihren Brawlern zu gewinnen, muss ich sie aus der Freundesliste löschen. Creator Code? Jo Jonas. Hey Leute, für das heutige Brawl Stars Video habe ich eine ganz besondere Idee, denn heute machen wir folgende Challenge. Wie ihr wisst, stehe ich in Kontakt zu vielen Brawl Stars YouTubern und die werden wir heute alle anrufen, denn sie müssen heute jeweils 3 Brawler aussuchen. Ich muss es schaffen, mit den 3 Brawlern öfters zu gewinnen als zu verlieren. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich den jeweiligen YouTuber aus meiner Freundesliste löschen. Hier sehen wir zum Beispiel Lukas, es wird also absolut spannend werden. Dazu muss ich es insgesamt auch öfters schaffen, öfters zu gewinnen als zu verlieren. Ansonsten muss ich alle YouTuber aus meiner Liste löschen, also mit heftige Challenge werden. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Wer heute rausfliegen wird, wer drin bleiben wird. Und ich würde sagen, euch jetzt viel Spaß und auf geht's. Wir rufen heute insgesamt 5 verschiedene YouTuber an. Der erste ist einfach mal Marvin. Der ist aktuell bei fast 30.000 Trophäen und hat auch hier einige Brawler gut gepusht. Auch hier Eve einfach auf 1.000. Ich würde sagen, auf geht's. Ja, hey Marvin, ich rufe dich gerade an. Ich habe eine wichtige Frage. Wenn du jetzt einen Brawler spielen würdest, welchen Brawler würdest du spielen? Den Boxer. Okay, und wenn du dann noch einen Brawler spielen würdest, welchen Brawler würdest du dann spielen? Quo. Und welchen, wenn du noch einen Brawler spielen würdest, würdest du dann spielen? Eve. Okay, sehr gut. Danke dir. Damit sind wir in der ersten Runde und die erste Wahl von Marvin war der Boxer. Das ist eigentlich eine ganz gute Wahl für Solo. Problem ist, wir haben jetzt hier eine sehr, sehr offene Map. Mal schauen. Das Ding ist, wenn wir jetzt hier schon mal gewinnen, würden wir 1-0 stehen. Und dann brauchen wir nur noch einen weiteren Sieg und dann könnten wir Marvin schon mal in der Freundesliste behalten. Ah, ich glaube, Shelly sollte mir eher fernhalten. Auch Gale ist jetzt, glaube ich, eher nicht so schlau, aber ich gehe jetzt trotzdem Oh mein Gott, nein. Weg! Es kommt eine Boxerin mit Speed. Oh mein Gott, weg, weg, weg. Das Problem ist, dieser Nita hat 12 Cubes. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wir müssen erstmal wegbleiben, würde ich sagen. Okay, ich glaube, das können wir theoretisch hinbekommen, aber nein, die Ult. Oh mein Gott, ich muss weg. Alter, das ist ein Energy-Ding. Ich hol mal noch ein Energy schnell mit. Okay, let's go. Oh, komm. Schade, aber die erste Runde war irgendwie ein Selbstläufer. Platz 2. Als zweiten Brawler haben wir Crow. Den haben wir auf fast 700 Trophäen. Ich glaube, damit zu gewinnen wird um einiges schwerer werden. Oh mein Gott, wir haben hier schon einen Mord. Das ist ein Piper. Schau mal, Sekunde mal. Okay, die war leicht zu killen. Oh mein Gott, das ist ein Stu. Ich stole den, das ist richtig mies. Okay, sehr geil. Wir haben eine gute Ausgangslage. Sieht so aus, als könnten wir Marvin schon mal in der Liste behalten. Aber nicht vergessen, wir müssen auch insgesamt öfters gewinnen als verlieren. Sonst müssen wir alle aus der Liste löschen. Oh, Max will es genau wissen. Jetzt hier. Oh mein Gott. Aber Team, die... Oh nein, die Team. Das ist assi. Das ist richtig assi. Wir springen jetzt einfach... Nein, ich bin dumm. Damit entscheidet Eve, ob wir Marvin in der Liste behalten dürfen. 655, mal schauen. Wir legen los und es ist die entscheidende Runde. Stopp mal ganz kurz. Wir können rausspringen, wir haben einen Free-Win. Sekunde, also wir können jetzt die Dings... Oh mein Gott, raus? Sag ich doch. Was? Wie lucky ist das denn bitte? Wir sind einfach mega entspannt, da drin sind alle irgendwie am Fighten und wir campen da einfach. Die Frage, die ich mir stelle, könnten wir hier... Sekunde mal, jetzt können wir sogar hier rein. Oh, wir müssen aufpassen, da spielt die Tara jetzt noch rein. Jetzt können wir sogar noch in diesen... Oh mein Gott, ich muss aufpassen. LOL, wir können da in die Mitte. Also ich glaube, das wird der entspannteste Win, den ich ja Ewigkeiten hatte. Es ist unglaublich. Theoretisch könnten wir sogar in die... Sekunde. WTF. Was ist das für eine Map? Wir sind noch über den Rand hinausgeschleudert worden und nicht mehr zurückgekommen. Aber trotzdem, es ist der Win und Marvin bleibt in der Liste. Glückwunsch. Doch damit kommen wir direkt zum nächsten YouTuber in meiner Freundesliste. Und zwar Pookie. Der ist aktuell bei fast 43.000 Trophäen. Wir gehen jetzt mal seine Brawler-Übersicht. Auch Eve ziemlich hoch. Einige auf 1.000 schon mal gepusht. Mal schauen, was er so wählen wird. Wenn du einen Brawler spielen würdest, jetzt, welchen Brawler würdest du wählen? Jetzt sofort ja. Würde ich Grom wählen. Grom? Okay, okay. Ja. Welchen Brawler würdest du als zweites wählen? Mortis. Okay. Oder als dritten Brawler? Welchen als drittes? Tick. Oh, Digga, das hast du absichtlich. Du hast mit Abstand die schlechteste Brawler-Wahl von allen getroffen. Danke dir. Was? Was ist das denn? Oh nein, die erste Runde mit Grom. Wir sind zwar ganz niedrig, aber das wird ganz schwierig werden. Ja, als ob ich das gewinnen kann. Was ist das denn jetzt? Als zweiten Brawler hat sich Pookie für Mortis entschieden. Aber hier sieht es schon mal besser aus. Also aktuell liegen wir hinten. Das heißt, wenn wir jetzt verlieren würden, dann müssen wir... Oh mein Gott. Pookie aus der Freundesliste löschen, was wir auf gar keinen Fall wollen. Ich meine, er ist auch ziemlich hoch, aber deswegen wäre es auch geil, halt auch drin, ja, in der Freundesliste drin zu behalten. Oh, jetzt unsere Chance, komm. Oh mein Gott, nein, ich muss nur aufpassen, jetzt ganz arg. Nein. Ey. Colette, bitte mach jetzt nicht die... ETF leads Team? Ich team nicht. Wir laufen einfach mal weg und ignorieren sie. Eigentlich hätten sie uns easy killen können. Das Problem ist halt, die Map ist komplett offen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Jetzt. Und boom. Was? Die Colette... Was soll ich machen? Ich kill sie jetzt einfach, komm. Wie lucky wäre das denn bitte? Oh, was? Die Eve kann einfach rausjumpen. Aber wir können es das hier machen. LOL.
Es ist Platz 2, aber trotzdem ist es der Ausgleich. Jetzt würde es auf die letzte Runde ankommen. Aber der letzte Brawler, auf den es jetzt ankommt, ist Tick. Wie sollen wir jetzt mit Tick in Solo-Showdown gewinnen? Also ich bin ehrlich mit euch, ich glaube, es wird schwierig für Pookie werden. Sekunde mal. Lol, okay, das könnte sogar ganz gut werden. Wir jumpen mal rein, mal schauen. Ich meine, das sind viele Wände und wir... Oh mein Gott, okay, jetzt wird wieder hässlich. Wo gehen wir jetzt hin? Und wir haben sogar direkt einige Kisten. Also ganz ehrlich, das könnte sogar was werden. Wir dürfen es halt nur keinen Pech haben. Oh Gott, das sind Dynamite-Lebens. Oh mein Gott. Wir müssen irgendwie... Nein, wo bin ich denn jetzt? Oh mein Gott, da ist ein Mord. Das ist weg, weg, weg. Sekunde. Ich bin noch nicht raus. Ich bin noch nicht raus. Okay, das ist der Dynamite. Ich kotze, ich muss zurück. Nein. Nein. Nein, was soll ich denn auch machen? Junge, er hat einfach... Grom und Mord ist ein Solo. So, Pookie, es tut mir wirklich leid, aber dein Brawler war aber nicht optimal und du fliegst als erster heute aus der Liste raus. Oh mein Gott. Lil Trex Pookie, der Name ist auch sehr random, muss man sagen. Wir kommen zum nächsten YouTuber und der ist auch der höchste in meiner Liste, also erwarte ich sehr gute Brawler-Vorschläge von ihm. Und zwar Sean Junior, der steht kurz vor den 50.000 Trophäen aktuell. Auch sein Profil ist sehr krass, auch Rang 35 Ms und ganz viele Brawler auch Rang 30, nicht schlecht. Sean, wenn du jetzt einen Brawler spielen würdest, welchen Brawler würdest du nehmen? Also ich würde auf jeden Fall mal Squeak nehmen. Squeak, okay. Okay, wenn du noch einen Brawler wählen würdest, welchen dann? Mortis. Ja, eine sehr gute Wahl, okay, als dritten Brawler. Poco. Danke, sehr gute Wahl auf jeden Fall. Immer gerne. Ja, wie ihr seht, ist zwar Sean ein super Spieler, aber er weiß auch genau, welche Brawler er nehmen muss, wenn man einen anderen ärgern möchte. Genau das sieht nämlich für mich danach aus. Ey, was ist das für eine Auswahl? Der erste Brawler ist Squeak. Ja, auf manchen Maps könnte Squeak ganz gut werden. Mal schauen, wie es hier wird. Oh mein Gott. Oh, das sind auch viele Kisten in der Mitte. Oh, wenn ich jetzt halt einen anderen Brawler hätte, ne? Das wäre so geil. Okay, meine Taktik ist, wir bleiben relativ defensiv, aber übrigens die Regel ist auch, dass wir halt nicht campen dürfen bei dieser Challenge. Ansonsten wäre es halt auch ziemlich langweilig, ne? Deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen offensiv gehen. Ach, ich würde sogar diesen Cube nehmen. Krieg ich die Boxerin? Ich treffe sie nicht mehr. Also, die Boxerin hat sich in der Zwischenzeit die ganzen Cubes gesnackt. Was wird das denn jetzt werden? Und wir kriegen mal wieder gar nichts ab. Wir haben keinen einzigen Cube und treffen dann auch die Gegner irgendwie gar nicht. Jetzt! Ein Hit wichtig. Also, ich muss ehrlich sein, ich bin echt am Verzweifeln im 1 gegen 1 gegen diesen Karl. Aber jetzt könnten wir vielleicht eine Chance haben. Oh mein Gott, bitte die Ult. Junge. Wir sind Platz 4 trotzdem. Es reicht. Es ist der erste Win. Sean, das geht an dich. Aber der zweite Brawler ist einfach Mortis. Das wird es für uns nicht leichter machen. Wenn wir jetzt gewinnen, dann hätten wir Sean auf jeden Fall schon mal in der Freundesliste und dürften ihn behalten. Also ich bin ganz ehrlich mit euch, ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden, aber wir probieren es zumindest. Also, wir dürfen nicht so an campen, hatten wir gesagt. Also, komm, wir müssen jetzt mal reinspringen. Was ist da hinten? Oh mein Gott. Das ist ein Grom, das ist ein Grom. Das ist easy. Oh mein Gott, okay, okay, okay. Dann jetzt hier, da könnte man es theoretisch auch anwischen. Das ist eine Belle. Ja, das ist keine Belle, das ist eine, wie heißt sie denn? Colette. Zack, die kriegen wir. Nicht. Jetzt haben wir die entscheidende Runde mit Poco. Wir müssen gewinnen, sonst ist Sean raus. Okay, das ist unsere Map. Es könnte sogar klar gehen. Wenn wir jetzt hier irgendwie wegjumpen, jetzt healen wir uns direkt. Das ist die große Frage. Schaffen wir das im 1 gegen 1? Ja, wir schaffen. Oh mein Gott, der Bär kommt, der Bär kommt, der Bär kommt. Weg, weg. Stun, nein. Heal, 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 weg. Also, wir haben es irgendwie geschafft zu überleben. Da ist irgendwie noch ein Bär im Busch. Aber ich glaube, der wird es irgendwen anderes. Hoffe ich zumindest verfolgen. Der Bär ist weg, sehr geil. Und wir versuchen mal eine Kiste sogar zu holen. Wieso braucht Poco so lange, um Kisten zu holen? Ich krieg solche Aggressionen beim Zuschauen. Schaut euch das an, wie lange der braucht. In der Zeit müssen wir eigentlich schon dreimal gestorben sein, aber wir haben es geschafft. Wir brauchen nur noch einen Platz. Dann dürfen wir Sean in der Liste behalten. Da hätten wir bisher nur Pookie rauswerfen müssen. Das wäre eigentlich echt in Ordnung. Also, ich meine, wir haben nicht so viel verloren von den Leuten. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Wir haben es. Komm, jetzt killen wir nochmal den Nita einfach als Rache. So, der muss sterben. Zack. Yes! Oh, der Bär kommt noch. Als vierten von 5 YouTubern haben wir jetzt Clash Games. Der hat zuletzt erst seine 40.000 Trophäen geschafft. Absolut krass. Dazu hier auf jeden Fall auch eine ganze Menge Brawler, auch sogar ein paar auf Rang 30. Hallo, Kevin. Moin. So, Kevin, du bist in einem Brawl Stars Video und ich habe eine sehr, sehr wichtige Frage an dich. Bist du bereit? Okay, ja, schieß los. Welchen Brawler empfiehlst du mir als erstes? Mein Lieblingsbrawler oder soll ich dir einen Brawler empfehlen? Das weißt du nicht, das musst du jetzt ausdecken. Ich finde Spike aktuell echt cool. Okay, und welchen weiteren Brawler willst du nehmen? Tick. Okay, und welchen noch? Poco. Oh, okay, okay, okay. Danke, Kevin. Ich hoffe, es wird gut funktionieren. Ne? Ist das gut, dass ich dir das jetzt gesagt habe? Oder ich weiß es nicht. Gut? Das werden wir jetzt rausfinden. Ich muss jetzt damit spielen. Ja, okay, dann viel Spaß, ne? Danke dir. Jo. Ciao. Oh nein, der erste Brawler ist einfach Spike. Ich habe eine Minimap, aber was soll ich jetzt machen? Wir setzen hier einen Kaktus ein und versuchen es irgendwie zu wehren. Platz 9. Geil.
Und damit haben wir jetzt hier unsere zweite Map. Und die ist richtig cool. Wir haben so ein Labyrinth mit so Speed-Dingern drauf. Ich würde sagen, den Teleport nehmen wir jetzt mal lieber nicht, weil wir nicht genau wissen, wo der hinführt. Ich muss auch ehrlich sein, ich bin ein bisschen überrascht, dass Kevin auch nicht Nita genommen hat. Hätte ich auch mit gerechnet. Und hier der Byron wird schon mal richtig gut abgeschossen von der Piper. Wir healen jetzt hier schon mal auf Safe. Oh mein Gott, ich muss nur aufpassen, dass wir jetzt hier... Oh mein Gott, nein, nein, nein. Das ist ganz schön schief gehen können. Am besten, ich will den Cube, ich will den Cube, ich will den Cube. Ja. Oh, die Piper ist lost. Die ist lost. Oder? Oh mein Gott, die kriegen wir. Kriegen wir sowas von gedodged und boom. Nee, wir haben sie. Doch, wir haben sie. Let's go. Okay, da oben ist noch so eine Eve am Werk. Wir dürfen nicht capen. Das ist die Regel. Das heißt, wir müssen eigentlich so ein bisschen hier offensiv gehen. Oh mein Gott, das ist so dumm. Aber okay, wir gehen mal. Komm, wir campen ja nicht. Wir gehen einfach woanders hin. Okay, wir versuchen so ein bisschen Labyrinth jetzt zurechtzufinden. Wir gehen jetzt hier bei unten. Da ist ein Barley. Lol. Aber eigentlich bin ich ziemlich confident. Wenn wir jetzt hier aufpassen und den Brock gut auflaufen mit den Wänden, dann sollten wir ihn eigentlich killen können. Dann hätten wir den zweiten Grün. Nice, let's go. Das heißt, wir stehen 1:1 mit Kevins Brawlern. Und zack, wir gewinnen. Aber jetzt haben wir die entscheidende Runde mit Tick. Und das bedeutet, wir müssen gewinnen, sonst ist Kevin raus. Und das hier ist unsere entscheidende Runde mit Tick. Es hat einfach jemand geschafft, hier Wirbelhöhle nachzubauen, die Map. Es müsste eigentlich klar gehen. Ich meine, wir haben jetzt hier direkt die ganzen Kisten. Die holen wir uns jetzt direkt. Let's go. Und dann müssen wir eigentlich halt nur einigermaßen defensiv spielen, ne? Unsere Regel ist, wir dürfen ja nicht campen. Sollten wir auch nicht machen, weil auf dieser Map sollten wir mit Tick uns eher nicht in den Büschen aufhalten. Und es wäre halt schon geil, wenn wir Kevin irgendwie in der Liste behalten dürften. Okay, wir müssen also ganz vorsichtig jeden einzelnen Busch jetzt hier auschecken. Da oben ist eine Pam, das ist geil. Jetzt können wir eigentlich schon mal anfangen, hier so ein bisschen Druck zu machen, ne? Die können wir jetzt so ein bisschen hier einsperren. Okay, die will teamen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich gehe mal weg. Okay, die Pam will es wissen, die will es hier unbedingt teamen, aber sie übertreibt es ein bisschen, ehrlich gesagt. Und da oben ist noch ein Dynamike. Ja, der Dynamike hilft mir. Let's go. Ich will die Cubes haben, ich will die Cubes haben, komm. Okay, wir versuchen jetzt zusammen die Pam hier einzusperren. Komm, noch einen Schuss irgendwie. Die dodge ziemlich gut, muss man wirklich sagen. Jawohl. Nein, er kriegt die Cubes, aber ich kann nichts machen. Ey Leute, wir brauchen nur noch 3 Plätze, dann dürften wir auch Kevin in der Liste behalten. Da oben ist noch ein Sprout. Hat sich keiner in den Busch getraut? Wie ist das denn? Oh mein Gott, die Teams zusammen, ich kotze. Okay, wir sind schon Top 6, wir brauchen jetzt nur noch 1 Plätze. Ich habe jetzt halt übertrieben Angst vor den Büschen, logischerweise. Es sind ganz viele drin, es ist noch ein Platz. Wir dürfen nicht campen, ne? Aber wir campen ja auch nicht. Wir greifen ja von außen die ganze Zeit an. Oh mein Gott, das ist ein Sprout. Den müssen wir jetzt weghalten. Und die Team da oben, die Assis. Was wir jetzt machen, ist den Kopf einfach reinwerfen. Dann wissen wir genau, wo der nächste Gegner steht. Da ist er, Sprout, komm. Wir haben ihn! Wir haben ihn, wir haben die Top 4 safe. Jetzt können wir eigentlich eh ein bisschen offensiver gehen. Jetzt rächen wir uns an diesen dreckigen Teamern da unten. So, was wir jetzt machen, ist das hier nämlich. Boom. Oh mein Gott, komm. Den müssen wir kriegen dafür. Yes, es ist so verdient. Das ist eine Piper im Push, ich weiß es nicht. Wie geil ist das denn bitte? Ja gut, die kann eigentlich auch relativ easy dodgen. Oh mein Gott, wir leben. Wir sind echt Platz 2 geworden. Und damit kommen wir zum letzten YouTuber und zur spannendsten Wahl, und zwar Lukas. Denn aktuell stehen wir 7:5. Wenn wir jetzt alle Matches verlieren, dann müssten wir nicht nur Lukas, sondern jeden Einzelnen aus der Freundesliste löschen. Lukas ist aktuell bei fast 45.000 Trophäen und das hier seine Brawler-Übersicht. Ey, das ist echt krank. So viele auf Rang 3. Alle auf Rang 30? Wow. Hallo, ja, was? Ah, Lukas, ich habe eine wichtige Frage an dich. Okay. Ja, wenn du einen Brawler spielen würdest, welchen Brawler würdest du spielen? Der Nita. Okay, und wenn du noch einen Brawler spielen würdest, welchen Brawler würdest du dann spielen? B. Und welchen Brawler würdest du noch spielen? Pro. Und wir starten die Challenge ganz klassisch mit der Nita. Es wird absolut geil werden, wenn wir jetzt gewinnen. Dann hätten wir schon mal sicher, dass wir nicht alle löschen müssten. Aber wir könnten natürlich noch Lukas verlieren. Oh mein Gott, die Map sieht richtig cool aus. Wir haben überall so richtig schöne Jump-Pads und Wasser. Aber es ist nicht unbedingt perfekt für Nita. Wir werden es sehen. Wenn wir jetzt gewinnen, dann hätten wir schon mal sicher, dass wir nicht alle aus der Liste löschen müssen. Wobei wir Lukas natürlich immer noch verlieren können. Wir haben jetzt hier 2 Cubes. Und ich würde sagen, wir springen erstmal direkt in die Mitte rein. Wie gesagt, wir dürfen ja leider nicht campen. Sonst wäre es auch langweilig. Und müssen direkt jetzt hier weiterspringen. Da war jemand im Busch, ich hab's genau gesehen. Es ist ein Barley, das ist eigentlich entspannt. Oh, den können wir eigentlich direkt aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wieso sind da so viele? Was ist das denn? Als zweiten Brawler hat sich Lukas B ausgesucht. Eigentlich ein sehr guter Brawler für Solo, aber wenn wir jetzt halt so eine Minimap bekommen, ne, auf der man eben nur auf dem Haufen spawnt. Oh mein Gott, das ist eine geile Map und die wird es entscheiden. Wenn wir jetzt gewinnen, dann müssen wir auf jeden Fall nicht alle, lol, aus der Freundesliste rauslöschen. Vielleicht noch Lukas, werden es sehen. Werden wir natürlich jetzt hier gewinnen. Falls wir verlieren sollten, dann wäre noch alles offen. Dann müssen wir auf jeden Fall Lukas aus der Liste rauslöschen. Und bei den anderen wäre es noch offen, dann wird es auf die letzte Runde ankommen. Für alle Leute, für alle YouTuber, die in der Liste sind, müsste ich alle rauslöschen. Und da sind ganz viele... Oh mein Gott, wir müssen es einmischen. Der ist Frank, die können den Frank stoppen. Oh mein Gott, let's go, wie gut. Ich greife mir noch an. Perfekt.
Und damit entscheidet jetzt die letzte Runde mit Crow, ob wir Lukas aus der Liste löschen müssen oder ihn behalten dürfen. Crow müsste eigentlich gehen auf fast 700 Trophäen. Und damit sind wir drin in der entscheidenden Runde. Wir haben eine Gefängnismap bekommen. Also ich nenne die Map immer so, weil sie aussieht wie so ein Gefängnis. In der Mitte sind halt ganz viele Cubes. Das Ding ist, wir sind in Crow. Wir können hier außen erstmal chillen. Wir müssen jetzt hier nicht unbedingt reinspringen, würde ich sagen. Ist jetzt auch kein Campen. Hauptsache, wir greifen die anderen an. Also, die BB in der Mitte müsste die ganzen Cubes bekommen haben. Die sollten gleich rauskommen. Wir können dann leider nicht durch die Wände... Oh mein Gott, wieso kommt die Jackie jetzt auf uns? Hä, die bringt sich um oder... Nein, die will die Cubes. Wie lost? Okay, müsste eigentlich die Jackie jetzt auch gleich wechseln, oder? Wieso stirbt die denn nicht? Doch. Noch 6 Brawler, es sind ganz viele gestorben. Brauchen nur noch 2 Plätze, dann hätten wir es irgendwie geschafft. Wir müssen es hier einfach mal, ja, würde ich sagen, ein bisschen chillen und campen. Weil rausgehen würde ich jetzt hier nicht. Jetzt kommt hier die Baby, die hat jetzt ganz viele Cubes. Sie geht nach oben. Das ist gut. Wir können da hinten die Dings, die können die Tare angreifen. Yo, die spinnen sich. Ich will nicht Team immer den Feuers. Oh lol, das sieht übel geil aus. Jetzt, die können wir angreifen, die können wir angreifen. Die hat gar nicht so viele Cubes. Wie seid ihr denn hier nur 5? Vielleicht gab es gar nicht so viele Cubes zu holen auf der Map. Oh nein, die Baby hat die Bärbel bekommen. Oh mein Gott. Oh lol, die Tara ist gestorben. Wie gut war die Baby denn bitte? Und die andere Tara ist ihre Ult, aber oh mein Gott. Brauchen aber noch einen Platz. Was machen wir denn jetzt? Ich kann doch jetzt nicht jumpen. Die geht auf die Tara. Wie gut. Oh mein Gott, die Tara wird sterben. Nice. Okay, komm, wir gehen mal voll offensiv. Ich habe einfach jetzt Bock drauf. Slowen den Edgar runter und sollten ihn eigentlich kriegen können. Jawohl. Die Bubble. Egal. Damit haben wir die heutige Challenge überstanden und nur Pookie hat es leider nicht geschafft und wurde aus der Freundesliste entfernt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich gerne im Shop unterstützen mit Code Jojonas und lasst gerne ein Abo da für weitere Brawl Stars Videos. Schaut auch im Abstand vorbei und euch noch einen schönen Tag. Danke für den Support und haut rein. Ciao.